I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von A Way Out. Das ist Folge Nummer 5. Wer die Folge 4 verpasst hat, der hat Michas Kanal noch nicht abonniert. Der hat da noch nicht vorbeigeschaut. Unbedingt rechts um meinem i vorbeischauen, denn da ist der liebe Micha verlinkt. Hi. Moin moin. Ja, wir haben bei ihm den Ausbruch geschafft, sind hier, wie man sieht, in der Freiheit. Ja, ja, also mitten im Wald. Sieht ganz schick aus. Die Klippe aus, runter. Ja. Kann gar nicht rennen. Ich schon. Hi, ich bin schneller da. Hä? Hi. Moin. Tschüss. Hi. Jetzt gebe ich auch Gas. Jetzt gibt er Gas. Ich springe. Hä? Ich springe. Was will ich mit einer Freiheit? Geht irgendwie nicht. Leute, ihr könnt übrigens auch rechts oben beim i bei der Playlist vorbeischauen. Ich habe nämlich auch eine Playlist angelegt, ja, wer die noch nicht kennt. Und da sind auch alle Folgen drin, also auch die von Micha. Da könnt ihr eben gar nichts verpassen, wenn ihr bei der Playlist mal auf aktuellem Stand bleibt. So, wir müssen den Typen Harvey, heißt der, ne? Harvey, ja. Jetzt Harvey oder so, jagen. Ja. Also wir haben übrigens jetzt ungefähr 1,5 Wochen nicht mehr aufgenommen. Die anderen 4 Folgen waren alle am Stück. Heute nehmen wir wieder 4 Folgen auf. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr so 100%ig drin, aber ich weiß auf jeden Fall, wir sind ausgebrochen. Mit einer sehr erfolgreichen Verfolgungsjagd. Junge. Ey, komm, das ist ein Stück Holz. Anstatt wenn wir noch drüber geklettert werden. Ja. Leo, there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Auch noch. Sagen, das wäre verlassen. Okay. Was mir gerade wieder auffällt, was ich unpraktisch finde, dass mein Fenster offen ist. Ich habe hier die Klima an. Ich habe hier die Klima an, Leute. Wo müssen wir hin? Und ja, wahrscheinlich zu dem Camp. Das ist da drüben. Können wir nicht schwimmen? Oh. Schwimmen vor allem. Ja! Hey. Ja, Spaß! Ich mach dich nass! Ich mach dich nass! Ja, ich stehe hinter dir. ich weiß nicht jetzt, ich hatte das schon mal in der Aufnahme, das war richtig traurig, da ist, hatte ich auch die Klima und der Schlauch hängt halt zum Fenster aus und dann hat draußen jemand rumgehupt wie so ein Irrer und das hat man dann ungefähr gehört. Ich hoffe, dass das nicht so ist heute. Wir sollen jeweils einen Fisch fangen. Ich habe ein Messer. Soll ich denn jetzt einen Fisch fangen? Ah, du hast ein Messer, Hilfe. Damit fangen wir einen Fisch. Mit dem Speer und oder dem Messer. Okay. Ach, du kannst ja auch einen Speer schnitzen. Ja, wir, ach, waren ja, wir haben ja vorhin gesagt, wir haben Hunger. Haben wir ja vorhin gesagt, dass wir Hunger haben. Ja, ein Burger wäre ja auch geil, ne? Aber ich mag Fisch tatsächlich sehr. Also ich esse super gern Fisch. Junge, wie ist das möglich? Ich steche ja irgendwo rein. Du siehst doch die Fische. Ja, die schwimmen immer weg. Die kommen ja nicht zu mir. Wir müssen sie einkesseln. Jetzt! Ich habe einen! Ich habe keinen! Doch, ich habe auch einen! Junge, wie gut wir einfach sind. Ja, ab zum Feuer. Kann ich noch einen? Isst du denn gern Fisch? Oh, es geht so. Geht so? Ich esse super gern Fisch. Ist jetzt nicht meine Leibspeise. Also ich kenne ja ganz viele Leute, die gar keinen Fisch essen. Ja, doch, das tue ich schon, aber am liebsten geräuchert. Also geräucherte Forelle, ah, ja. Oder Matthias. Ja, Matthias essen wir hier nicht so oft. In Bayern. Aber Forelle, ja, das ist gut. Oder ein Karpfen. Geräucherte Forelle mag ich. Oder Aal. Aber so Backfisch oder so bin ich jetzt nicht so der Freund von. So. Ja, naja, kommt drauf an. Ich brauche etwas mehr Holz fürs Feuer. Wie oft willst du es denn noch hören? Ja, mach doch. Ja, das sagt deiner.
Achso, ich habe gar nicht hingehört. Ich habe gar. Ich habe schon mitgekickt, dass es meiner sagt, aber ich habe da gar nicht so. Ich brauche noch mehr Holz. Ich habe da gar nicht so viel. Ein Fisch! Ja, genau, bring einfach du das Holz, das meine ich ja. Ich war jetzt so beschäftigt mit meinem Karpfen oder so. Jetzt komm, hau drauf. Ja, du musst mich da hinlassen. Ach, du, ich dachte, während ich blase. So, ich hol meinen Fisch. Ha! So. Jetzt machen wir erstmal Lagerfeuer. Wie er gerade einfach 10 Minuten das gleiche gesagt hat. Ich brauche mehr Holz für mein Feuer, ich brauche mehr Holz für mein Feuer. Und Mike ist am Pusten. Hups! Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ah, machen wir erstmal entspannte Lagerfeuerrunde. Oh, wie süß. Ein Rendezvous zu zweit, bei Kerzenschein. Tut auch keiner mehr nach ja, uns. Ja, genau. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Das hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know? Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Kein. Ja, offensichtlich. Das zu Unrecht. Naja, machst du nix. Machst du nix, ne? Das kommt in Amerika öfter mal vor. Kriegt er schon zurück, der Typ. Das kriegt er schon zurück von uns beiden, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was bei mir abging. Die Story wird schon noch kommen. Aber ich glaube, dass dieser Harvey-Typ nicht so einfach davonkommt, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, das glaube ich auch. Ciao. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that?
Oh. You're making progress, Leo. Siehst du das? Ja, du hast es gesehen, ne? Ja. Das ist ein Farmer. Vielleicht in seinem Stall. Ein Farmerhaus. Ob man da so hinrennen sollte? Ja, ja. Ah, ja. Wir müssen sneaky machen, bleib mal ein bisschen locker. Der hat das Spiel natürlich schon gespielt, der Typ. Ah, aber weiß so gut wie nichts mehr. Was hast du gerade getan? Wollte über den Zaun springen. Bei mir hast du ultra gebuckt. Vincent, help me out here. Ja, ja. Hilfe. Ja. Helf dir doch. Ey, komm. Wellblechzaun, kriegst du noch nicht. Spektakulärer Gefängnisausbruch. Beide einfach gucken. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? Ja, ein Pumpkin auf dem Tisch. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Ich finde meine Idee besser. Nein. Paar überwältigen. Ich weiß es nicht. Letztes Mal haben wir meinen Weg genommen. Wir könnten ja auch jetzt mal deinen Weg nehmen, oder? Mal den nicht so kriminellen Weg gehen. Ja, komm, lass okay. Es. Sure, wherever, man. Let's try. Okay, come on. Weil letztes Mal das mit der unter der Brücke oder über der Brücke, da haben wir meinen Weg genommen. Das war ein bisschen brachialer. Deine Wege sind immer brachial. Ja, dieses Mal machen wir es ein bisschen smarter. Mal gucken, ob du wirklich so schlau bist, wie du auch wirkst. But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah, I do. Was machen wir hier? Weiß nicht. Das sind Kühe. Ah. Ja. Aber wie kommen wir da hin? Ah. Ah. Hä? Bin ich vielleicht du? Vielleicht die Leiter da? Look up there. Da oben. Maybe we can find some way to reach. Ach so, ja, stimmt. Die Leiter hier rein. Wo rein? Da, wo ich stehe. Ach, da. Da oben. Ha! Alter, wieso hast du die Leiter da gesehen? Die habe ich gar nicht. Ja, weil ich bei den Kühen lang gelaufen bin. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich irgendwas mit den Kühen machen. Ich einfach weg. Tja. Jeder kriegt, was er verdient, wa? Nee, Spaß. That was easy. Now where are the horses? Richtig war einfach. Easy war das. Hä? So. Ah, da. Da hinten ist ein. Ja, ja, die sind auf der Seite hier. Ah, da ist die runtergefunden. Treppe, ja, ja. Ah, da ist noch eine Treppe. Hä? This might make enough noise to scare the horses. Kann hier irgendwas machen? Was denn? We should probably release the horses first. What the fuck? Bombenmischer, aber ich krieg das alleine nicht hin. Ja, komm hier hin und mach die Tode auf. One down, two to go. Yup. Let's free them all. Toll. Fertig. Ich mach alle Tore auf, sehr gut. Du machst gar nichts. It's locked. Can't open this one. Seems like this lamp is broken. Let's see if I can get it working. Weiß nicht, was ich mach. Warum ja. Kriegst du das auf und ich nicht? Achso, du bist an der anderen Seite. Time to scare the horses. Zeit, die Pferde zu erschrecken. Ey. It's locked. Wo bist du denn? Maybe it's too much. Du musst Pferde erschrecken jetzt. Wahrscheinlich vielleicht mit dem Gerät da oben. How about this? Move it. Nah. Du warst doch oben, du konntest da oben ja was machen.
Ja. An, was war das? Betonmischer oder keine Ahnung? Ja, der Betonmischer, aber ich glaube, ich alleine schaff das nicht. Ich finde nach oben nicht. Mama! Alter, ach, ey, ist so ein Anfänger. Hier hoch. Dann kann man hier irgendwas machen. Ja, vielleicht können wir die damit erschrecken. Ah, du musst mir helfen. Ja, ja. Ich glaube, wenn wir das runterkicken, dann macht's Lärm und dann gehen die alle raus. Oh. Ach, die können da durch und ich nicht. Okay. Oh, hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Was ein Masterplan. See, I told you. Yeah, let's just hope these horses keep running. Okay, schnell umziehen und zum Truck, lol. Zack, zack, zack. Blitzaktion muss das sein. Ich weiß zwar nicht, wo wir hingehen, aber Blitzaktion muss das sein. Da ist ein Rosenmäher. Ja, du kannst einfach die Pumpgun nehmen. Die hat er wohl nicht dabei. Ich hab keine Pumpgun gesehen. Ich weiß nicht, wo hat er die doch liegen gehabt. Ich gehe gerade wieder raus. Er hat sie mitgenommen. Er hat sie mitgenommen. Du, dein Ernst? Let's see what they have. Ich guck gerade im Kühlschrank nach. That's good for the bone. Nice. Willst du mich verarschen? Damn it. Apropos Blitzaktion. War, ja, was denn? Kann ich dich bitte schlagen? Wo bist du überhaupt? Ich kann einfach. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Hi, is this Steve? No? Ist sie auch? No? Ich geh weg. Komm, wir müssen es jetzt wirklich durchziehen. Oben sind immer die Schlafräume oder Umziehsachen, oder? Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. Was liegt hier rum? Looking good, man. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Wir hinterlassen ultra die Fingerabdrücke. Hier können wir uns umziehen. Der Hut! Der Hut! Junge! Ja, geh einfach, genau. Oha! Yeah, this will do. And the shotgun might come in handy. Er hat die Pumpgun doch nicht mitgenommen. So, ich bin schon wieder da. Ja, sehr gut. Er hat die Shotgun doch nicht mitgenommen. Guck mal. Warum hast du die denn? Ich hab die am Rücken. Weiß ich nicht. Ich geh da links rein. Die hat er doch am Küchentisch gehabt. Keine Ahnung. Hier in dem Umkleideraum war offensichtlich eine. Vielleicht kriegst du auch noch eine. Hammertür zu. Halt's auf, wenn sie kommen. Ich war jetzt nicht der Schnellste. Ach. Meinst du? Schau, hier unten ist noch eine. Komm, komm, warum hockst du dich aufs Bett? Junge, was ist das denn für ein Gerät? Das ist ungefähr 20 Meter lang. Meiner sieht ultra cool aus. Jetzt ein richtiger Rambo ist das. Kannst du mal kommen? Ich weiß gar nicht mehr, wo der Weg runter ist. Junge, ey, hör doch auf! Wir hinterlassen ultra die Fingerabdrücke und kommen einfach nicht mehr raus. Okay, ich komm ja. Mach dir mal nicht ins Hemd. Ich hab Angst. So, wo war die Waffe? Ah, die nehme ich mit. I can't believe these were actually used. Back. So. I knew it. It's only decorative. Ist ja sau witzig. Ich darf die nicht mitnehmen. Ich muss auch nach einer Waffe suchen. Ja, du musst noch was für mich. Das kriegst du erlaubt. Oh, ich verspiel mich. Yeah. Nach einer Waffe darfst du noch suchen. Ich mach extrem. Jetzt bin ich gespannt.
Alter! Das geht ja gar nicht. Okay, lass du gehen. Hast die Waffe, wir müssen raus. Ja. Ich darf die Waffe an der Dings nicht nehmen. Wir sollten uns nicht ewig Zeit lassen. Der Truck, wo ist die Garage? Hier kann man runter. Hier durchs Tor. Jedenfalls. Ja, wo ist denn der Truck? Gibt's hier überhaupt sowas wie eine Garage? Scheune? Ach, da ist einer. Aber das kann nicht der sein. Hast du gefunden? Hufeisen werfen. Ich bin erster. Gibt's nicht. What? Shit. Wir lassen uns mal sagen. Hä, wie geht das denn? Crap. Ich verstehe das nicht, wie das funktioniert. I rock. 3 Punkte hast du ja schon mal. Egal, ich gehe. There's no way you're doing that. Ich hol den jetzt Truck. Komm ich hier. Ich bin gespannt, ich guck mal drüber zu dir, wie das funktioniert. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. What a throw. Kannst du es besser als ich? Ja. Perfect. Als ob. Hä? Wie machst du das? Drückst du länger oder? Hä? Ich komm, drück komm, komm, du musst Zeit. Herkommen. Ja, ich komm. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Er hat mir erstmal richtig gegeben. Ich hätte sogar noch einen Wurf gehabt. Ich hatte auch noch 2. Ich bin nicht da. Hä? Alter. Junge, an jeder Tür. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. An jeder Tür ist einfach ein Fingerabdruck. Mann, ich stehe oben, rechts an der Scheune. Oben rechts an. Warte mal, hier. Benzinkanister. Hier ist ein Benzinkanister. Ja, falls wir den brauchen, aber da okay. Hinten, genau da oben. Ah, da oben stehst du, okay. Ja, ich komm ja. Komm! Ja. Alter, die kommen doch gleich zurück. Wir hätten die fesseln sollen. Ja, dann wären sie nicht gekommen, ne? Jetzt kommen sie wahrscheinlich. Ich glaube, dass sie kommen. Oh God, it's a piece of junk. Ja, geht doch. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Na, es ist ja wirklich nicht so schlimm. Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare. Wirklich nicht so schlimm. I don't know, man. It's not like we have a choice. Da fehlt einfach ein Reifen. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. Jetzt? Jetzt müssen wir das noch, als ob wir es noch reparieren müssen. Alter. Okay, ich habe ein Hebeeisen. Ich habe ein Radkreuz. So, irgendwo ja. Kann ich jetzt einen Reifen wegnehmen. Wir müssen ja, ich habe das Hebeeisen. Wir müssen halt ein Rad. Dann gehen wir zum Trecker da vorne. Wir brauchen ein Rad, ne? Looks like the car is missing a tire. Trecker doch paar. Hast du da? Ich wollte nur testen, wie das funktioniert. Okay, Hebeeisen, wir brauchen ein Rad. Hast oder gibt's hier irgendwo ein Ersatzrad? Ja, weil am Trecker kann ich nichts machen. Kannst du nicht? Ich steig ein. Jo, viel Spaß. Seems like it's out of gas. Okay, wir haben kein Benzin. Die einfach haben. Wir haben kein Benzin, hat er gerade gesagt. Ja, aber der dafür steht beim Trecker. Den Kanister. Hier ist ein Rad, glaube ich. Ist das aber das ultra klein, das kann nicht das sein. Junge, wir kommen nie irgendwie voran. Was zur Hölle tust du? Okay. Ich glaube, du müsstest mal hochkommen. Warum? Ich komme. Ob ich dran hängen kann. Ja. Ich muss einfach nur diese Mechanismus Alter. Da bewegen. Ja. Häng einfach schon mal ein bisschen. Jo, kein Bock mehr. Weiter. Tschüss. Hilfe. Junge, wie dumm das aussieht. Jetzt reicht's, ne? Ja. Da hinten ist ein Reifen. Ja, da ist ein Reifen. Ja, dann hängen den dran oder schmeißen runter oder so. Schmeißen gleich runter. Ja, das ist das ganze Rad mit Felge. Kaputt. Ich stell dir mal vor, du hättest jetzt aufs Auto geworfen. Ja, komm mach mal hin. Alter. Kannst dich auch nur so rum festhalten. Das sieht so blöd aus. Ah, Muckis hat er in den Armen. Ja, so weit ist die Strecke ja nicht, aber es sieht unglaublich blöd aus. Dein Radkreuz musst du mitnehmen. Ach, ja, das liegt da auch noch. Wir haben ja Zeit.
Ah. Die Pferde laufen bestimmt noch eine halbe Stunde. Okay. Ich halt, du kommst. Das sollte funktionieren, wir könnten noch den Reifen. Reifen brauche ich auch noch hier. Ja, warte, ich bringe ihn dir. Brauchen wir dann noch... Zieh die Schrauben fest. Dann müssen wir den dann hochheben. Verstehe ich nicht. Ach, ihn nachher da runter zu bekommen, ja, wahrscheinlich. Ja, wollte ich gerade sagen, um ihn vom Holz wegzubringen. Okay, die Batterie hat keinen Saft und wir haben keinen Sprit, also müssen wir überbrücken und tanken. Okay, let's go. Das Holz weggenommen. Wir haben dem sein Auto erstmal repariert. Okay, schieben. Ja, ho. Du schiebst? Ja, genau. Ich lenke. Nein. Wie schieben wir denn? Einfach nach vorne laufen. Ja, ja. Mich schon gewundert, warum es nicht funktioniert hat. Weil du Buggy nichts gedrückt hast. Oh ja, das ist natürlich praktisch. Ist doch egal, das passt so. Ist er stehen geblieben. Ja, ein Glück. Okay, jetzt schnell überbrücken mit dem Traktor und Benzin. Du holst Benzin, ich probiere zu überbrücken. Ich hol Benzin. Man kann hier Holz hacken, warum? Falls man noch Zeit hat. Comfort cables, a gas canister. Let's pop the hood and try them. I bet it still has some gas. Ja komm, nicht mehr guck dich noch um im Motor, ey. It's connected. Try to start the car now. Start den Wagen. Ja, wie witzig, ohne Dank. Ja, ja, mach. Wir haben Zeit. Stell dir mal vor, die kommen jetzt und wir stehen einfach hier. Der eine tankt, der andere hält die Batterie hin oder die Überbrückungskabel. Gar nicht dumm. Ja, wir sind vom ADAC. Ja, wir haben dem einfach den Reifen eingeschraubt und alles mögliche. Naja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war's auch schon von der heutigen Folge. Mehr Action gibt's dann bei Micha in der nächsten. Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei und bei seinem Video auch in der Playlist verlinkt. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Du musst Tschüss sagen und direkt aufnehmen. Ciao.